Weiter geht's mit Mohun, Tiger and Chicken. Wir sind im dunklen Wald unterwegs. Wir sollen für Meister Chiken Gedichte finden und noch zwei andere Meister. Ach du Scheiße. Juhu! Upsala, verdammt. Tschüss! So, Fernkämpfer schon mal weg. Wir haben auf jeden Fall gleich ein Level up wieder. Ich überlege, ob ich dann diesmal wieder in Stärke investiere. Ich frage mich, ob wir die Gedichte lesen können. Können wir gleich mal gucken. Hallo. Lauf doch weg! Oh. Immer wenn da ein Stufenaufstieg kam, dann bleibt er irgendwie kurz stehen. Das nervt. Ups. Ah, fuck. Wollte ich ja nicht. Okay. Zack. Steht aber kein Text da, leider. Okay. Keine stärkeren Waffen. Mehr Damage, ne? Andererseits kritischer Schaden ist auch nicht schlecht. Hier drüben, junger Held! Befreie mich und ich werde dir folgen! Danke, junger Krieger! Ich werde dich ab jetzt begleiten und dir die Macht der Erde gewähren! Dann, Geist der Erde, erlaubt es dir nun, Feinde kurzzeitig zu betäuben, wähle dazu bla 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 bla. Ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Was ich aber auch schon mal gut finde, ist... Ach, wir haben doch einen Punkt. Dass man, und irgendwie funktioniert das nicht mit dem... 6 Punkte. So, wenn das jetzt immer noch nicht geht, wäre sie auch nicht 3,46. Nö. Klappt nicht. Oder heißt das, pro Heiltank kriegen wir 6 Punkte pro Sekunde? Ach man, immer komme ich wieder auf diese Taste. Ich hasse es. Hallo. Schattendoktor. Halt seine Schergen. Kein guter Kämpfer. So, okay. Ist rechts was? Oh. Hallo.
Ich meine, Gesundheitstränke haben wir eigentlich mittlerweile genug. Aber ich bin da so geizig mal. So, jetzt haben wir ja schon einige. Okay, bündig ich ein, die Dauer des Fokus. Das ist natürlich nicht schlecht. Wirbelwind haben wir noch gar nicht. Ach so, eigentlich wollte ich doch hier hin. 7. Das heißt, 7 habe ich verteilt, oder was? Oder habe ich Level 7? Ich habe keine Ahnung. Mehr Schaden. Okay, der Schutz wird auf 60 erhöht. Wahrscheinlich Schaden. Okay, dann haben wir unseren Feuergeist hier schon komplett aufgelevelt. Das ist der Holzfäller. Der Holzfäller. Immun gegen Betäubung. Kennt keine Angst, hat kein Gehör. hallo? Lauf doch mal weg. Ich hol mir kurz mal Gesundheit. Danke. Und tschüss. Ah, shit. Jetzt habe ich mich auch so auf seine. Auf sein eines anderes Muster verlassen, Alter. Sieh mal, das ist ein wertvolles Artefakt. Das könnte uns noch nützlich sein. Okay, aber wo ist jetzt endlich der andere Meister?
Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, ob jetzt nochmal was kommt, wenn wir hier zurücklaufen. Generell, ob die eigentlich immer wieder spawnen. Das wäre mal interessant. Kommt hier links was? Nö. Ach, da ist noch eine Vase. Stufenaufstieg. So. Und dann werde ich wohl wieder mal... Das muss mit den Heiltränken zu tun haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich meine, Ski bräuchte ich eigentlich auch. Ein Munchichi. Ich spüre noch immer die Anwesenheit mindestens eines alten Meisters. Hä, aber wo soll der sein? Und wir dürfen also nicht den Ort verlassen. Hier oben haben wir ja eigentlich alles schon durchkämpft gehabt. Oder durchkämpft und durchkämpft. So, der Typ war ja hier. Meister, wo bist du? Oder war hier noch irgendwie ein Weg? Nö. Also doch noch mal nach unten, aber hä, wo soll da noch so ein Ding gewesen sein, frage ich mich. Ich bin ja blind. Autsch! Seit wann können Lampen beißen? Verschwindet, ihr hässliches Schuppengetier! Vorsicht, Männer! Vielleicht ist das eine Falle des Geisterdrachen. Egal, was es ist. Wir machen's jetzt kaputt. Schattenschurke. Hohe Reichweite, schwache Verteidigung. Geht Nahkämpfen aus dem Weg. Du musst erst alle Feinde besiegen, bevor du meine Kraft aufnehmen kannst. So. Endlich ein Krieger, der meiner Kräfte würdig ist. Befreie mich und ich werde dir folgen. Auch noch Forderungen stellen hier. Danke, junger Krieger. Ich werde dich ab jetzt begleiten und dir die Macht des Metalls gewähren. So, der Armgeist des Metalls erlaubt es, den nun Feinde aus der Ferne zu verwunden. Das gefällt mir. Dann würde ich sagen... Wählen wir doch den. Können wir den schon verstärken? Sprung des Tigers. Okay, kommt erst noch. Okay, sparen wir noch. Achso, ich wollte doch da gucken. Ich habe keine Punkte mehr zum Verteilen.
Nein. Hätte ich das mal vorgewusst. Auf zu Meister Chicken. Ich glaube, wir haben alles erledigt. Lass uns Chicken aufsuchen. Okay, diese Kombo-Sachen sollten wir vielleicht doch machen, weil ich mache ja doch ganz schön Kombos immer. Mahlzeit. Warst du schon erfolgreich? Also, das Hämmern des Holzfällers hat tatsächlich aufgehört. Sogar meine Gedichte hast du alle gefunden. Gut, du hast mich überzeugt. Ich werde dir helfen. Erkläre mir mal, woher kennst du die Ahnengeister? Hey, Chicken, weißt du noch, wie wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ja, das war in der Schlacht, als der Kaiser unsere fünf mächtigen Shaolin-Klöster unterwerfen wollte. Vier der fünf Meister verloren den Kampf und ihre Geister wurden verbannt. Aber schließlich wurde der Kaiser besiegt und auch er musste seine Seele einbüßen. Ja, Mann, das war ein Kampf! Du warst der einzige von uns Meistern, der mit heiler Haut daraus gekommen ist. In der Schlacht der Seelen blieb nicht viel von uns übrig. Zum Glück hat es auch den Kaiser erwischt. Nur, dass sich der besiegte Kaiser, im Gegensatz zu euch Freunden, eine neue Hülle gebaut hat. Der alte Angeber. Hätten wir auch gekonnt, wenn wir gewollt hätten. Und wo er gerade dabei war, hat er noch viele, viele weitere Hüllen gebaut. Und das sind jetzt seine gefürchteten Terrakotta-Krieger. Sie kennen keine Gnade, denn sie leben nicht. Oh, eine tolle Gruselgeschichte. Leider ist sie wahr. Oh, du suchst eine Person, die dir sehr wichtig ist. Das kann ich sehen. Ich denke, wir können herausfinden, wo sie ist. Der böse Terrakotta-Kaiser muss seine Seele befreien, um wieder mächtig zu werden. Dafür lässt er Hunderte von uns nach dem Schlüssel zum Käfig seiner Seele suchen, tief unter der Erde. Wenn du sie befreien willst, werde ich dich ausbilden. Los, komm! Ich glaube, es wird Zeit, dass wir den Lauf der Geschichte wieder selbst in die Hand nehmen. Aufbrechen! Du willst also einfach so wieder das Kloster übernehmen? Nach all den Jahren? Was soll ich nur davon halten? Und wieso bringst du ein Gürteltier mit? Das sind doch unsere Feinde! Das war nicht er! Der andere hier hat mich eingeladen! Der? Meister Chicken, der Kerl hier bringt sowieso schon die ganze Zeit das Klosterleben durcheinander! Genau darum habe ich vor, ihn zu meinem Shaolin-Schüler zu machen! Shaolin? Du willst doch nicht etwa, dass wir wieder kämpfen? Lange genug haben wir darauf gewartet, dass jemand den versklavten Hühnern beisteht. Du hast vielleicht gewartet. Ich fand es sehr schön ohne die ganzen Gefahren. Aber bitte, wie du willst. War sowieso ein sehr anstrengender Job. Ich denke, dieser Ort braucht etwas frischen Wind. Aber das wird mir nur gelingen mit einem so weisen und tüchtigen Mann wie dir an meiner Seite, Vorsteher Lee. Aber ich... Weise und tüchtig, sagst du? Ich werde mich gleich wieder an die Arbeit machen. Es gibt noch viel zu tun. Es ist Zeit, mit deinem Training zu beginnen. Geh in die Katakomben der verbotenen Halle, sobald du bereit bist. Na gut, das machen wir in der nächsten Session. Spitz bedanke mich. Bis dann.